Sehr schön. Wer macht dir mehr Angst? Riddler oder ich? Ich sag dir alles! Zu freundlich. Na, willst du auch noch? Sorry, heute nicht. Heute nicht. So, Big Island ist wieder clean. Falls man das clean nennen kann. Diesen ganzen Kriminellen hier rumlaufen. Ja. Weil mir alle die Schuld für seinen Tod in die Schuhe schieben wollen. Das ist nicht nett. Überhaupt nicht. Nein. Ganz und gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Haben wir alle gesehen. Hey Leute, guckt euch doch das LP an. Dann wisst ihr, dass Betsy Joker nicht getötet hat. Schrecklich, immer diese Leute, die irgendwas behaupten. Ohne vorher die Wahrheit zu kennen. Soll ich da runter oder was ist los? Nein, Chicken, sollst du nicht. Hätte ja sein können. Wer weiß das schon. War es aber nicht. Aber Chicken, du hast doch auf der Karte gesehen, dass das ne, da oben ist. Wie kann das dann unterirdisch sein? Das Spiel, das will, dass wir denken, dass es unterirdisch ist. Nein, andersrum. Ach, vergesst es. Warte Sekunde. Ich kann doch auch sagen, stopp. Fast, Chicken? Fast? Ach, der macht das sogar. How cute. Ja, how cute. Sekunden. So, take Trophäe. Ich. Und bring sie dorthin. Erstmal weg. Erstmal weg aus dem Schussfeld. So, da vorne will ich meine Trophäe haben. Meine Trophäe! Steht mein Name drauf! Ich hacke sie auch nicht. Ich habe einfach das Stimmerkennungssystem genommen und nur spiel ein bisschen damit herum. Tja, Eddie. Ich wollte schon sagen, sind jetzt gespawnt, aber nein, das sind die andere. Kann ich eigentlich auch loswerden? Ihr seid ja genau die gleichen Dinger. Sehe ich da wieder was Grünes? Natürlich sehe ich da was Grünes. Diese Panzer und alles müssen ein Vermögen gekostet haben. Es ist Batman! Tritt aus Gas, mach ihn platt! Wehe, du überfährst jetzt hier, ne, den Riddler-Informanten. Dann wäre ich so sad. Ich wollte den anderen einfrieren, aber auch egal. Ich wollte den Riddler-Typen einfrieren! Aber so geht's auch. Rede, oder ich fange mit deinen Fingern an. Nein, bitte, ich rede! Clever. Ja. Hier ist deine Belohnung. Ein Nickerchen. Voll der Crash. Macht das mir eigentlich Scham, wenn ich hier auf dem Feuer stehe? Nö.
Denn Betsy ist selbst too hot dafür. Too hot, ja. Ja, wir können uns darum. Vielleicht erstmal das da vorne holen? Dann gibt's hier was zu lesen. Muss er auch sein, wenn er sich an die Flieger muss mein Auto? Nachdem der den Joker abgemurkst hat. Irgendwo. Irgendwo. Auto nicht vorhanden. Ich bin doch vorhin an dir vorbeigefahren, als ich Manbat transportiert habe. Schrecklich. Fast, Betsy? Ivy und die Fledermaus arbeiten zusammen wie fast. Wie lange das wohl hält? Gab's eigentlich auch Autos oder habe ich die vernichtet? Die Bodeneinheit, ja. Alles vernichtet. Oder gab's überhaupt welche? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, Plagen. Ich muss das mal überlegen. Wo war nochmal der Eingang? Wenn der Riddler was sagt, kann man ihn wenigstens ausreden. Harte Situationsanalyse aus der Ferne. Wo war der Eingang? Da unten eigentlich lang? Befund sagte doch glasklar, Botanophobie. Das lag's vor Robotern? Pflanzen, du Idiot. Nö. Was auf der anderen Seite? Oder unten? Ne, unten. Was unten? Hier? Auf der Rückseite? Ich kann mir nie merken, wo der Eingang ist von diesem Ding. Keine Sorge, wir haben Zeit, vor der Detonation in Deckung zu gehen. Alles unter Kontrolle. Naja, alles unter Kontrolle, sagen sie. Alles unter Kontrolle. Aber habe ich doch schon einmal die Kontrolle verloren. Wounded. Bei Gotham City Police Department. Name Solomon Grundy. Was ist eigentlich aus dem geworden? Proceed with caution. Wiedergänger. Zack, hasste Montage. Erst seit 3 Wochen arbeitete er in der Frühschicht im Leichenschauhaus und schon sah er selbst wie ein wandelnder Toter aus. Der Bourbon-induzierte Kater war da sicher keine Hilfe. Sein Magen knurrte bereits seit Stunden, doch bis zur Mittagspause blieb immer noch eine volle Stunde. Sein Bauch rumorte bei dem Gedanken an den Fraß in der Kantine. Doch diesmal war das Knurren tiefer, klangvoller und kam von einem anderen Ort. Er suchte den Raum nach der Quelle ab. Die Leichen sonderten gelegentlich Gase ab, wenn der Verwesungsprozess begann. Stinkende Geschenke aus dem Jenseits. Doch dieses Geräusch war anders, beinahe wie lebende Lippen, die versuchten zu sprechen. Es kam aus einer der neuen Kaltlagerungseinheiten. Diese Fächer sollten eigentlich keine Schlösser haben, aber dieses hatte 4. Für gewöhnlich war sie auch nicht so groß oder mit dem WayneTech-Logo versehen. Die Tür schwang auf und eine Wolke aus Trockeneis schlängelte auf Zacks Beinen zu. Im Flackern des Lichts sah er den Umriss einer gewaltigen Leiche auf dem Boden liegen. Sie war unmenschlich groß und atmete? Zack rutschte auf den Fliesen aus und landete mit einem harten Aufprall auf den Boden, der seine Brille an das andere Ende des Raumes schleuerte. Mit seinen Händen tastete er sich entlang der gewaltigen, kalten Muskeln zum Handgelenk.
dick wie Oberschenkel, erwischte den Frost von den Plastikschildern und bemühte sich, den Namen auszumachen. Solomon Grundy. Wie in dem Kinderlied. Die Leiche bewegte sich. Die gigantischen Lungen füllten sich mit eiskalter Luft. Die Stimme war rau, kehlig, wütend. Am Montag geboren. Und dann hat er ihn aufgegessen. Ende der Geschichte. Oh, es gibt wieder Happy Ends. Nicht. Was soll denn hier eigentlich liegen? Dosen, Kaffee, irgendein Fertiggericht von einem chinesischen Laden, würde ich glaube mal behaupten. Ja. Flaschen. Plastikflaschen. Kerzen. Und ein Kinderlied. Ja, Montag mit geboren. Bla bla bla. Leuchtet da was Grünes? Nein, schicken. Das hat mir der Neid nicht gesagt. Nee. Komisch, dabei standen wir uns immer so nah. Aber in letzter Zeit erzählt er mir nichts mehr. Okay, tut mir leid, dass ich gefragt habe, Idiot. Echt wahr? Nee, der eine Typ meinte, hey, es könnte doch sein, dass bestimmt Batman in der Nähe ist. Und wenn ich dir jetzt ausplaudere, wo sich der Cloudburst befindet, dann wird Batman es erfahren. Sieh, Depp. Der ist schlau. Der ist schlau. Na, scheint nicht schlau genug. Drescher. Wir sollten diese Ivy finden. Wenn sie tot ist, erledigt sich unser Pflanzenproblem von selbst. Aber, Ivy! Habe das Hacken begonnen, Master Bruce. Panzer unterwegs, Sir, mit Flugdrohnen zur Unterstützung. Ja, da unten sind... Ich hab gerade gesprengt? Hab ich schon mal erwähnt, dass ich die Dinger hasse? Dragon wurde ausgeschaltet. Oh, vorne. Mann, ich kann mich nicht auf 150 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Geht weg. Mich in Ruhe. Ich habe euch gar nichts getan. Es war gerade ziemlich risky, da durchzufahren. Hab eine Rattler verloren. War auch egal. Primärziel getroffen. Jetzt erledige ich ihn. Dragon zerstört. Warum ein bisschen Unterstützung? Alter, wie weit runter ich schon bin und ich habe noch 15 vor mir. Ja, Chicken, du hast doch vorhin gemeint, das andere wäre enttäuschend gewesen. Dafür bezahlt ihr. Na gut, ich werde auch sofort meine Fresse halten. Rattler getroffen. So, weg mit dir. Drohnen-Telemetrie offline. Könnt ihr mal eure ekelhaften Raketenwerfer weglassen? Please? Mag kein Mensch. Batman hat den Rattler zerstört. Ich wollte schon sagen, bist du jetzt unhackbar. Obwohl, ihr seid nur noch zu zweit. Was zur Hölle ist der hin? Wir waren genau da. Drohnen auf dem Alter, wie ekelhaft! Mit Hilfe der Winde kann ich es gibt noch schlimmere. Was war das überhaupt für eine Stufe?
Es war hoch! Es war nicht mehr extrem! Ich heul gleich. Na, dann heul du mal, Chicken. Dann heul du mal. Ja. Genau, so macht man das. Einfach Bombe abschießen. Dass die da nicht hochgeht. Sie haben die Bombe zerstört, Sir. Allen Bemühungen der Miliz zum Trotz. Ja. Ich werde meine Freude daran haben, dein Auto zu überholen, Batman. Und zwar mit dir drin. Nein! Please don't! Es ist doch ein Unikat! Und ich möchte nicht überrollt werden. Nee, nee. Muss nicht unbedingt sein. Ganz definitiv nicht.